So, wir haben jetzt Montagnachmittag. Ich hatte heute schon zwei Praktika, von denen erzähle ich euch später noch ein bisschen, was wir da genau gemacht haben. Und jetzt gehe ich erstmal einkaufen. Wir haben jetzt mittlerweile Dienstagnachmittag und gestern hatte ich ja noch zwei Praktika und von denen möchte ich jetzt mal so ein bisschen noch erzählen, worum es da ging. Das erste Praktikum gestern hieß Molekulargenetische Diagnostik von monogen bedingten Erkrankungen. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich kompliziert an. So ganz einfach war es auch nicht, aber im Grunde war das eben so, dass wir ein Fallbeispiel bekommen haben von einem jungen Mädchen, was eine Fanconi-Anämie hat. Das ist eben eine monogen bedingte Erkrankung. Also es kann eine genetische Prädisposition da vorliegen. Also die Erkrankung kann eben weiter vererbt werden. Und dann haben wir eben im Grunde DNA-Abschnitte von dem Mädchen bekommen und mussten in dem Computerprogramm eingeben, ob in diesem Gen oder ob in dieser Basensequenz ein Gen für diese Erkrankung vorliegt, und hatten dann auch noch die DNA von der Mutter und der Vater und mussten das dann vergleichen, ob da dann ebenfalls ein Gen für diese Erkrankung vorlag. Und somit sollten wir dann eben herausfinden, ob die Fanconi-Anämie bei dem Kind eine Neuinfektion war oder eben auch von den Eltern vererbt worden ist und wer dann gegebenenfalls auch der Träger von dem Gen war. Kurz noch dazu, was ist jetzt die Fanconi-Anämie eigentlich? Also die Fanconi-Anämie ist eine Erbkrankheit, die ist sehr selten. Aber wie der Name schon sagt, beinhaltet die eine Anämie. Also die Erkrankten haben vermehrt eine Anämie, also eine Blutarmut und auch ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Des Weiteren können auch angeborene Fehlbildungen vorliegen. Und das zweite Praktikum war dann ein Laborpraktikum. Also da standen wir auch wirklich im Labor und konnten ein bisschen rumexperimentieren. Da ging es um die Diagnostik von Stoffwechselerkrankungen, da am Beispiel von glykiertem Hämoglobin. Hämoglobin zirkuliert ja im Blut und der Sauerstoff bindet ja an Hämoglobin und wird somit eben im Blut transportiert. Da wurden wir dann in Gruppen verteilt und mussten auch unterschiedliche Fälle bearbeiten oder haben unterschiedliche Fallbeispiele bekommen. Da haben wir dann eine Blutprobe bekommen und mussten die lysieren. Also das Blut lysieren bedeutet, dass die Erythrozyten praktisch zerstört werden, damit eben das Hämoglobin, was ja in den Erythrozyten ist, frei wird. Und dann haben wir den HbA1c bestimmt. Der HbA1c ist eine Unterform vom Hämoglobin und das Hämoglobin transportiert ja den Sauerstoff im Blut. Und durch den HbA1c kann man den durchschnittlichen Zuckergehalt im Blut ermitteln. So Referenzwerte zwischen 4,5 und 5,7 sind dabei physiologisch, wobei das auch von Labor zu Labor unterschiedlich ist. Und bei dem erhöhten HbA1c kann es eben auf den Diabetes mellitus hindeuten. In dem Praktikum konnten wir dann auch unseren eigenen HbA1c bestimmen, also konnten ein bisschen Kapillarblut entnehmen und in dem Gerät das dann bestimmen lassen. Das war eigentlich ganz cool. Dann am Schluss hatte ja jeder, wie gesagt, jede Gruppe hat einen unterschiedlichen Fall. Und dann haben wir am Schluss eben besprochen, was unsere Verdachtsdiagnose wäre aufgrund des HbA1cs und aufgrund auch der kurzen Beschreibung des Falls, und haben das dann besprochen. Heute hatten wir noch ein UAK, also den Unterricht am Krankenbett. Und normalerweise ist es ja so, dass wir da zum Patienten gehen, eine Anamnese durchführen und die jedenfalls noch untersuchen. Und heute hatten wir das Thema Patient oder Patientin mit immunvermittelter Erkrankung. Und heute sind wir eben auf die rheumatische Arthritis eingegangen. Das ist eine entzündliche Erkrankung der Gelenke. Dabei haben die Betroffenen häufig eben chronische Schmerzen und Schwellungen in den Gelenken. Am Anfang noch in den kleinen Finger- und Zehengelenken, aber später auch in den größeren Handgelenken bzw. Ellenbogen oder auch Schultergelenke. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Ausprägungsformen der rheumatischen Arthritis. Und da sind wir dann eben am Ende auch noch auf die unterschiedlichen Formen eben eingegangen, was für Behandlungsoptionen es da gibt. Und diesmal war es nicht so, dass wir zum Patienten gekommen sind, sondern die Patientin zu uns gekommen ist. Der Patient, den wir heute hatten, der war sehr gut geschult über seine Erkrankung, wurde da auch von Ärzten genau geschult und ist in so einem Programm, die eben häufig bei diesen UAKs mitmachen und so ein bisschen Charakter haben wie bei einem Seminar. Man fragt die Patienten zwar anamnestische Fragen zur Krankheit, aber die wissen halt deutlich mehr als sonst meistens die Patienten über Erkrankungen und können einem auch viel mehr dazu erklären. Und das war eigentlich auch mal super interessant, weil es einfach mal eine andere Art von Unterricht war. Morgen habe ich dann noch Pol, da muss ich auch noch ein bisschen was vorbereiten und dann noch ein paar Vorlesungen.
Genau, dann sehen wir uns später wieder. Hi, wir haben jetzt mittlerweile Donnerstag. Gestern hatten wir ja noch Pool. Da habe ich ja noch ein bisschen was für vorbereitet. Und da ging es eben auch um einen Fall, wo die Patientin rheumatische Arthritis hatte oder wo man die Diagnose von rheumatischen Arthritis stellen sollte. Also das Thema hat sich jetzt so ein bisschen durch die ganze Woche gezogen, indem wir bei dem URK ja den Fall hatten, jetzt bei Pool und auch gestern noch Vorlesungen dazu. Genau, eben nach Pol hatten wir noch zwei Vorlesungen. Einmal eine Fallvorstellung von, wie gesagt, auch rheumatischen Arthritis. Und ich dachte, da zeige ich mal so ein bisschen, was so ein typischer Fall wäre. Das ist jetzt kein konkreter Fall, sondern ein erfundener, aber der typisch in so ein Muster passen würde. Ich habe ja schon zum URK ein bisschen erklärt, was die rheumatische Arthritis ist. Das ist eben eine entzündliche Autoimmunerkrankung, wo es häufig eben zu Entzündungen in den unterschiedlichen Gelenken kommt, also zunächst in den kleineren Gelenken und dann eben auch in den großen Gelenken wie Handgelenk, Ellenbogengelenk oder Schultergelenk. Ein typischer Fall wäre eben eine 40-jährige Patientin mit Gelenkschmerzen seit ungefähr 2 Monaten. Sie war beim Hausarzt und hatte Schmerzen und Schwellungen in den Fingergelenken und der Rheumafaktor war auch positiv. Das ist ein Parameter, den man im Labor im Blutbild bestimmen kann. Und jetzt kommt sie eben zum Rheumatologen, wo eine weitere Abklärung und Therapie erfolgen soll. Zunächst einmal sollte man sich überlegen, was sind mögliche Ursachen für Gelenkschmerzen, also zum Beispiel ein Trauma, also sie ist auf die Hand gefallen oder die Bänder verletzt. Oder es liegen degenerative Gelenkschäden vor, also zum Beispiel eine Arthrose. Es gibt aber auch Infektionen mit Gelenkbeteiligung. Also da muss man sich erstmal überlegen, was alles in Frage kommen kann. Dafür macht man natürlich erstmal die Anamnese mit dem Patienten, also seit wann sie die Symptome haben, wie die aufgetreten sind, der Verlauf. Dann auch noch die Familienanamnese, also ob die Beschwerden schon mal in der Familie aufgetreten sind. Da die rheumatische Arthritis auch eine gewisse genetische Prädisposition hat, also sie kann gehäuft in Familien auftreten. Da die rheumatische Arthritis allerdings etiologisch eine ungeklärte Erkrankung ist, das bedeutet, man weiß nicht, wie sie entsteht, kann man eigentlich nur auf die Diagnose von der rheumatischen Arthritis kommen, indem man andere Krankheiten eben ausschließt, also über das Ausschlussprinzip. Und da gibt es dann eben unterschiedliche Kriterien, die, wenn sie vorliegen, dann zu der Diagnose von einer rheumatischen Arthritis führen können. Einmal zum Beispiel eine Morgensteifigkeit der Gelenke, die mindestens 1 Stunde andauert. Ein weiteres Kriterium ist, die Arthritis in 3 oder mehr Gelenkregionen zu haben, also die Symptome von Schwellungen bzw. Schmerzen in mindestens 3 Gelenkregionen zu haben. Und zum Beispiel, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, der Rheumafaktor im Serum, was eben ein Faktor im Blutserum ist, den man über das Labor bestimmen kann. Und dann hatten wir noch eine Vorlesung zu Vaskulitiden. Die Vaskulitiden gehören auch zu rheumatischen Erkrankungen. Hier kommt es allerdings zu entzündlichen Prozessen an den Blutgefäßen und dann kann es eben auch zu Schmerzen an Gelenken und Muskeln kommen. Heute hatten wir noch 2 Laborpraktika. Das erste Praktikum ging um die Diagnostik von Autoimmunerkrankungen und da haben wir das ELISA-Verfahren durchgeführt. Das wird genutzt, um Proteine nachzuweisen und dabei nutzt man eben den Mechanismus des Immunsystems. Also wird ein Molekül vom Immunsystem als fremd erkannt, werden Antikörper dagegen gebildet und diese binden dann an das Molekül und markieren es somit. Und im zweiten Praktikum ging es dann um generalisierte Immundefekte. Da hatten wir dann auch wieder Fallbeispiele und mussten dann aufgrund des Blutbildes und aufgrund der Anamnese so eine Diagnose stellen, was wir erwarten würden, was für Immundefekt bei dem Patienten vorliegt. Morgen habe ich dann noch 2 Seminare, da kann ich euch dann auch noch ein bisschen was von erzählen. Und jetzt esse ich erstmal was.